Mein Name ist Gerhard Jaworek, für die, die mich nicht kennen. Ich arbeite jetzt seit fast 15 Jahren im SZS, habe Informatik studiert und wurde dabei selbst vom SZS unterstützt und habe dann das, also in dem Bereich dann Informatik und auch ja, meine Behinderung in gewisser Weise zum Beruf gemacht. Ja, was wir heute hier machen wollen, das ist zum einen ein bisschen vorführen. Das SZS hatte die Gelegenheit, über gewisse Qualitätssicherungsmittel seinen Hilfsmittelpark ein bisschen zu modernisieren und zu erweitern. Aber dazu mein Kollege nachher noch mehr. Was ich hier vor allem möchte, ich möchte hier keine Hilfsmittelausstellung machen. Ich möchte keine Technikschlacht hier machen. Ich möchte hier einmal aufzeigen, welche Veränderungen die Technologie vor allem in den letzten, möchte ich mal meinen, 10 Jahren für, ich kann für mich sprechen hauptsächlich, als Blinder gezeitigt haben, welche Veränderungen, wie sie mein Leben im Bereich Teilhabe verändert haben. Wie viele von Ihnen wissen, Braille-Displays, Sprachausgaben, Screenreader, zum Beispiel für Windows, gibt es schon lange. Da gibt es schon seit mindestens 20 Jahren. Deswegen ist es heute gar nicht so der Schwerpunkt. Heute ist für mich hier in meinem kleinen Vortrag der Schwerpunkt mobile assistive Technologie. Da geht es darum, vor allem um die Smartphones. Ich zeige das hier am Beispiel des iPhone, weil ich halt jetzt einfach das iPhone habe. Aber man kann das auch stellvertretend sehen für die Zugänglichkeit dieser Technologie, sprich vor allem Touchscreens, also Bildschirme, die auf Berührung reagieren. Speziell da geht es darum, auch die anderen Systeme, die diese Zugänglichkeit mittlerweile ermöglichen, funktionieren gar nicht so viel anders. Allein schon, wenn man bedenkt, wie viel Information oder welchen Zugang hatten wir Blinde. Ich bin noch in einer klassischen Blindenausbildung groß geworden. Wir hatten unsere Hörbücher, da gab es eine ganze Menge auf Kassetten. Also jedes etwas dickere Buch hatte gleich mal 20 Kassetten und mehr. Die 120er Bänder, wissen viele von Ihnen noch früher, Tonqualität war schlecht, Bandsalat vorprogrammiert. Und es gab natürlich im Vergleich zu den Sehenden nur eine geringe Auswahl. Zugang zu Wissen war nur dann möglich, wenn man Geld investierte, damit einem Buch Bücher aufgelesen werden. Zeitungen waren so gut wie gar nicht zugänglich. Und wenn, dann waren sie abgespeckte Versionen, denn eine komplette Zeitschrift wäre in Braille zu viel gewesen. Auf Kassette hätte das auch niemand gemacht. Was natürlich dann eine gewisse Auswahl erfordert und letztendlich auch eine gewisse politische Zensur darstellte. Heutzutage durch assistive Technologie können Blinde selbstständig Zugang zu Teilhabe und Wissen zur Gesellschaft und zu verschiedenen Anwendungen haben. Jetzt möchte ich mal, ich habe es vorhin schon angekündigt, kurz am iPhone das erklären, wie das für mich sich abspielt. Es ist mir bewusst, dass nicht alle Blinde mit dieser Technologie zurechtkommen. Besonders für ältere Personen mag sie Probleme bergen, aber ich habe schon erlebt, wie Blinde von Technik sehr stark aversiert gegen Technologie waren und mit diesem dann doch nach längerer Einarbeitung begeistert waren davon. Und wir leben ja in einer Generation, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, die dann in 20 Jahren, wenn es soweit ist, schon mit dieser Technologie zurechtkommt. Ja, ich schalte mal das iPhone an. Wieso spricht es jetzt nicht? Montag, doch. Entsperren, Taste,
Dienstdruck, Ordner. Also man sieht es jetzt am Beamer, hoffe ich auch. Zum Öffnen doppeltippen. Das Bedienfeld eines Smartphones ist ein Touchscreen, habe ich schon erwähnt. Das bedeutet, ich habe keine Knöpfe mehr. Das heißt, es fühlt sich für mich glatt an wie eine Scheibe und ich kann drauf fassen und es passiert was. Das bedeutet, ich brauche ein anderes Bedienkonzept. Bei mir darf sich nicht gleich etwas auslösen, wenn ich da drauf patsche, so wie bei Sehenden. Deswegen kann ich hier, drauf Media hochfahren. Ordner, Naturordner, Instrument, Sie sehen, Einkaufordner, der Cursor läuft da mit, das Rechteck. Einkauf, Info, Media, Bücherordner, ich hoffe, Instrumentalordner, dass man das farblich erkennt. Naturordner, Mediaordner, 14 Apps. Viele Sehenden, zum oder Öffnen, ja, die, vor allem am Beamer sieht man hier schon, dass ich hier etliche Unterordner habe, dass das iPhone also die Unterordner repräsentieren, auch die Lebensaufgaben. Hilfenordner, Dienstdruck, Ordner, 7 Apps, Zeitordner, 7 Apps, Dienstdruck, halt so Ordner, Zeitordner, 7 Apps. Zeitprogramme natürlich, zum Kalender, Öffnen, Uhren, Termine, alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Navigation, Ordner, 10 Apps. Navigation ist ein großes Öffnen, Thema für uns Blinde. Zum einen gibt es immer mehr Touristikprogramme, die auf Basis der Navi arbeiten. Wir können in Städten rumlaufen. Ich habe ein Navi-Programm, wir können es hier drin leider nicht austesten. Wenn man da sich in die Straßenbahn setzt und lässt es laufen, hat man das Gefühl, man macht eine Stadtrundfahrt. Man bekommt links und rechts angesagt, was da ist mit Uhrzeit. Auf 3 Uhr jetzt Aldi, auf 9 Uhr ist das. Und es ist ganz toll. Oder auch beim Spazierengehen. Normale Navis auch, wenn ich mit dem Taxi unterwegs bin, lasse ich ein normales Navi laufen und merke, wenn der mit mir durch die Wüste fahren will. Und Tourismusordner, Hilfenordner, 11 ja, Apps. Dann gibt es vielleicht Öffnen, mal so, es gibt unheimlich Ordner, viele Hilfen, Öffnen, Hilfsmittel Hilfen, auch, Omobi, Flashlight, die für Blinde sind. Lupe. Ja, für Sehbehinderte Öffnen, auch. Ich habe hier eine Lupe, eine Taschenlampe. Dann gibt es verschiedene Textgraber. Ja, zum eine Öffnen, OCR auch. Textgraber zum Beispiel ist eine OCR. Damit kann ich mir mal, wenn ich Post habe und gerade niemanden Sehendes habe, auch mal erkennen lassen, was ich so benutze, was ich so da vor mir liegen habe. Ich muss mit der Kamera halt ein bisschen zielen, aber ich kann ja auch Bildtelefonie machen mit dem Sehenden und der wird mich dann leiten mit der Kamera. Also das Color Visor. Es gibt sogar Farberkennungsgerät, Color Visor. Also da hat man wirklich, man sieht schon. Wasserwaage. Hier hat man alles zum Mögliche Öffnen, drin. Doppeltippen. Dienstdruck, Abzeit, Navigation, Ordner. Und wie gesagt, das Handy lebt eben davon, zum also Öffnen, die Bedienung, dass es spezielle Gesten gibt. Ich muss etwas erstmal finden. Media-Ordner. Und wenn ich es dann habe, Info-Ordner. 9 Ab- dann kann ich es durch einen Info- Doppelklick auslösen, Textfeld. Dann geht es auf. Google Target, My Safari, Kultur-Car. Was natürlich hier in diesem Zusammenhang ganz schön ist. Was hier natürlich ganz schön ist, auch bei diesen ganzen Apps, der Bildschirm ist klein, für Sehende auch. Also das heißt, ich kann die Seiten nicht so überladen, auch für Sehende nicht. Weil wenn ich auf einem kleinen Bildschirm so viel darstelle, dann ist es für einen Sehenden ungefähr so, wie wenn er eine Großschrift benutzen würde und ganz wenig sieht nur. Dann muss ein Sehender auch rödeln und navigieren in alle Richtungen. ETN News, TV-Spielfilm. Ja, zum Öffnen genau, das sind halt zum Beispiel auch solche Sachen, einfach so im Alltag, gerade hier so TV-Spielfilm. Zum Beispiel Start. Einfach nur TV-Spielfilm. Auswahl. Einfach Übersicht. Nur mal Tabulator. Das Fernsehprogramm raussuchen, was kommt. Oder Radioprogramm. Das sind Dinge, das war für uns früher schwieriger. Es gab dann eine Fernsehzeitung in Blindenschrift, da gab es nicht alles. Und das sind einfach Dinge, die heute wirklich ganz selbstverständlich geworden sind mit dieser Technologie, wo wir wirklich inkludiert sind. Dann auch zum Beispiel Zugang zum Radioprogramm. Wie schwierig war es früher teilweise, zum Beispiel wenn man nur ein Kurbelradio hatte, den richtigen Sender zu finden, weil wir den Sender nicht lesen konnten. Wir mussten immer warten, ob wir den mal zufällig am Sprecher erkennen oder wenn Nachrichten sind, dann ging das immer ganz gut. Aber heute kann ich wirklich ganz gezielt Radiosendungen nachhören. Ich höre fast nur noch Radio übers Handy, übers Internet, weil ich die Sendungen dann hören kann, wann ich sie hören will und wann ich Zeit habe, als Podcasts. Und somit habe ich deutlich mehr Zugang zu Wissen. Ich kann Zeitungen abonnieren im E-Book-Format, Spiegel, Stern, was ich will. Die sind alle zugänglich, die kann man alle lesen mit dieser App. Und so kann ich morgens, wie jeder andere, wenn ich das will, in der Straßenbahn
auf meine, naja, Bildzeitung oder was auch immer zugreifen. Und das ist einfach gesellschaftliche Teilhabe. Home, Google, Tagesschau. Und zum Öffnen doppeltippen. Somit verbessert sich natürlich unsere Situation enorm. Instrumentalordner, Naturordner, 9 Apps. Dann habe ich aber auch zum Öffnen doppeltippen noch ganz andere Möglichkeiten. Und zwar, es ist nicht nur so, dass diese Technologie uns hilft, sondern also, dass es unser Leben verbessert, weil wir besser navigieren können, weil wir Preisvergleiche machen können, wenn wir was kaufen wollen, weil wir besseren Zugang zu unseren Bankkonten haben und alles. Das ist es nicht alleine, sondern das Ganze hat auch eine unheimliche soziale Komponente. Die Situation verbessert sich zum Beispiel, wenn ich mit Sehenden unterwegs bin, die zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr nicht so firm sind, dann bin ich als Blinder derjenige, der die Fahrpläne raussucht und sagt, wir fahren so und so und es passt dann auch. Oder wenn zum Beispiel, es gibt so, wir haben schon so Quizabende gemacht mit so iPhone-Quiz, dann kann ich als Blinder das Spiel steuern, indem ich halt auf meinem iPhone den Quiz laufen lasse. Das hat auch eine unheimliche soziale Komponente. Dann ist es so, es gibt unheimlich viele Spiele, die schon funktionieren. Zum einen für Blinde, aber ich habe auch viele für Sehende. Zum Beispiel meine Gitarrenschule, ich unterrichte sehende Gitarren, also sehende Kinder in Gitarre. Und als Belohnung, wenn die gut geübt haben und gut gespielt haben, wollen die immer iPhone spielen. Und dann, was denn vor allem? Doodle Jump. Ich kann mit diesem Spiel in 100 Jahren nichts anfangen, aber ich habe es drauf quasi für andere. Und weil das frisst ja das bisschen Speicher, also das ist egal. Und ist halt auch ein Stück Inklusion. Genauso, wenn ich Nachrichten, na? Bücher, Religion, Einkaufordner, Naturordner. Wenn Natur, ich zum Beispiel Überschrift, Textfeld. Als Beispiel, was früher nicht möglich, ja, schwierig möglich war, ich mache so seit ungefähr 20 Jahren jedes Frühjahr vogelkundliche Wanderungen. Und früher musste man immer einen Lautsprecher mitschleppen, man musste irgendeinen Walkman oder irgendwas Fettes mitschleppen, dass man sich da irgendwelche Vogelstimmen oder einen Discman, dann musste man das suchen, so komisch auf den CDs, wenn man im Wald die Vogelstimmen nochmal nachhören konnte. Wetter, Vogelführer, Vogelstimmentrainer. Heute habe ich einfach hier Vogelstimmentrainer, Startscreen, Schnellbestimmung, die Navi-App. Startscreen, Schnell, Häuser, Gärten, Grünanlagen, Amsel, Star, Sturnus vulgaris, Amsel, Turdus merula. Gut, dann haben wir hier die Turdus merula zum Häuser, Beispiel. Ruf 1, Ruf 3, VS, Ruf 3, Ruf Gesang, 0, und jeder 7. wird das gleich erkennen. Gesang, 0, 7. Und das ist dann, wenn ich das mit Sehenden mache, dann ist das Inklusion. Dann kann ich im Wald, es ist noch mehr wie vorher, ich konnte vorher die Bilder so nicht zeigen. Und ehrlich gesagt fällt es mir schwer, die ganzen Bilder zu merken, dass ich es erklären könnte. Und so kann ich im Wald direkt zeigen, schau mal, da habe ich es auf dem Bildschirm. Und ein anderes Hobby von mir, ich mache Astronomie. Und auch da habe ich ein Planetarium auf meinem iPhone. Wenn wir dann nachts draußen sind, dann kann ich Sehenden das in die Hand geben und sagen, jetzt dreh dich mal und such mal auf dem Bildschirm das Sternbild und dann am Himmel auch. Also auch das ist Inklusion. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, zum Beispiel meine Arbeit im SZS hat sich grundlegend geändert, teilweise. Wir arbeiten in Projekten an vielen Texten und früher war das immer so schwierig, wie machen wir das, dass wir gemeinsam an einem Dokument rumfrickeln. Und jetzt geht das zum Beispiel, sagen wir mal, über Dropbox oder über Evernote, hat man das Dokument entweder auf dem iPhone, man arbeitet auf dem Rechner dran, der Kollege arbeitet dran, die Kollegin arbeitet dran und jeder ist immer darüber informiert. Und gerade dieser Vorgang, dieses gemeinsame Arbeiten an Dokumenten,
Das war früher für blinde Studierende oder überhaupt für Blinde ein schwieriger Vorgang, das ist jetzt weniger abhängig von dieser mobilen Technologie, aber auch von dieser Cloud-Speicherung in den Daten mit all ihren Nachteilen, die sie zweifellos haben mag. Aber da, auch da hat sich die Situation verbessert und aufgrund dieser Tatsachen möchte ich mal meinen, dass ich glaube, in letzter Instanz, wenn man sich wirklich darum bemüht, und es passiert auch schon, schafft das neue Berufschancen für unseren Personenkreis. Denn die brauchen wir. Die alten klassischen Blindenberufe brechen alle weg. Überhaupt gebe ich jetzt noch einen kleinen Ausblick und dann können wir dann nachher nochmal das genauer zeigen, wenn jemand das mal ausprobieren möchte. Bin ich davon überzeugt, dass die Technologie, man hört so viel von Entfremdung, von sozialer Inkompetenz unserer Jugend, von ja, und solchen Dingen. Das mag alles in der Verantwortlichkeit der Benutzung ja möglich sein und liegen. Ich darf aber von mir sagen, und ich weiß es, dass es auch für andere jetzt, vor allem ich spreche jetzt halt hauptsächlich für Blinde, gilt für uns, ist diese ganze Entwicklung ein Stück sozialer geworden. Vor allem Blinde, die wie ich in Blindeninternaten waren, kennen sich häufig durchs ganze Land verstreut. Das bedeutet, wir können uns nicht so einfach sehen. Aber wir twittern uns, wir mailen uns. Wenn einer Hilfe braucht, kriegt er die, weil man durch Mailinglisten sofort über neue Hilfsmittel informiert wird oder man kann sofort eine Frage stellen. Und ich möchte meinen, wenn wir wirklich vernünftig diese Technologie nutzen, ist das für uns, für mich erlebe ich es so, ein Gewinn. Ein Verlust kann sein, früher zeichnet sich Blinde oft dadurch aus, das wird uns immer zugeschrieben, wir könnten uns unheimlich viel merken und wir hätten so viel im Kopf. Das war teilweise gezwungenermaßen so, weil wir das, was wir wissen konnten und wissen wollten, mussten wir uns irgendwie merken, weil nachher war der Zugriff weg, wir hatten es dann nicht mehr oder der Brailletext war nicht so verfügbar oder auf Kassetten findet man es ja nie mehr, muss man sich's merken oder viele Telefonnummern und sowas. Heutzutage, das mag sein, dass das ein bisschen leidet, aber vielleicht sind ja dann die Ressourcen für andere Dinge frei. Auf jeden Fall, das ist erst der Anfang. Apple hat angefangen vor, ich glaube, 7, 8 Jahren ist es sicherlich schon, das iPhone zugänglich zu machen. Nicht nur das, sondern auch die anderen Produkte. Jetzt zum Beispiel, wir haben hier einen Apple-Computer mit Braillezeile, wurde auch zugänglich. Das heißt, ja, ich kann den Apple prinzipiell bedienen, ohne dass ich mir zusätzlich einen Screenreader kaufe. Und ja, mal nebenbei erwähnt, Apple-Rechner sind teuer, aber ein normaler Rechner plus Screenreader ist teurer. Und ich will da gar nicht jetzt darüber philosophieren, was da besser ist. Das ist ja immer sehr subjektiv, was man gewöhnt ist. Aber immerhin die Tatsache, ein großes Unternehmen wie Apple hat angefangen und hat sich auf die Fahne geschrieben, wir machen unsere Sachen zugänglich. Windows 8, Microsoft macht das jetzt auch, weil die stehen dem jetzt in nichts nach. Windows 8 hat einen Screenreader mittlerweile. Google Android hat einen Screenreader, der auch immer besser wird. Das heißt, Android-Handys sind auch zugänglich. Das Gleiche wird sich vollziehen irgendwann für diese Windows-Handys, die es da gibt. Die neueste Erfindung, die jetzt durch die Medien geistert, Samsung macht seit Mitte 2013 seine Fernseher zugänglich. Das heißt, die wichtigsten Punkte, auch Video starten, Video end, Sendung auswählen und so weiter, Programmauswahl, Vorschau, welche Sendung kommt vorher, welche danach, das spricht. Dann haben wir das Internet der Dinge. Ich bediene meinen Fernseher mit dem iPhone. Das heißt, er kann nicht, mein Digitalreceiver kann nicht sprechen.
hängt aber mit dem iPhone im gleichen Netz und es gibt eine App dafür, dann spricht halt das iPhone. Das wird in Zukunft auch mit der Waschmaschine, mit dem Kühlschrank, mit der Mikrowelle, mit dem Herd, mit dem Ofen, mit dem Kühlschrank gehen. Da bin ich sehr sicher. Es geht schon. Und dazu kommt noch die ganze Smart Home Technologie, sodass ich, wenn ich abends ins Bett gehe und 10. Besucher hatte, nicht mühsam mit dem Lichtdetektor durch jeden Raum muss, sondern dass ich einfach sage, mach einfach alle Lichter aus. Und dann sind sie aus. Das sind Dinge, manche mögen Angst davor haben, manche mögen es beängstigend finden, aber glauben Sie mir, es gab immer solche Entwicklungen, die beängstigend erscheinen mögen. Also wenn man liest, wovor gewarnt wurde, als die Eisenbahn erfunden wurde, möchte man wirklich denken, also auch diese Dinge wiederholen sich immer. Und bei allem, was wir in dem Bereich tun, was wir in dem Bereich machen, sollten wir natürlich Verantwortungsbewusstsein entwickeln mit der Datenhaltung und mit all dem, aber das können wir nur machen, indem wir das mündig in unserem vollen Bewusstsein voll verantwortlich einsetzen und glauben Sie mir, auch für uns blinde Menschen ist in diesem Fall Angst vor der Technologie wirklich der schlechteste Begleiter. Vielen Dank. Genau. Also, mein Name ist Thorsten Schwarz, bin seit 2010 für die Literaturversorgung der Studenten am KIT verantwortlich. Das heißt, ich betreue die Studenten dahingehend, dass ich mich mit den Dozenten, mit den Studenten in Verbindung setze, dass wir die Literatur bekommen. Die bereite ich dann auf, zusammen mit weiteren sehenden Studenten, die mir bei der Umsetzung helfen und machen damit Texte, Skripte, also jegliches Vorlesungsmaterial und Lernmaterial für die Studenten zugänglich. Das Ganze beschränkt sich aber nicht nur rein auf Texte, sondern das Besondere ist eigentlich, wie bekomme ich Grafiken überhaupt zugänglich, Objekte. Das heißt, seit einigen Jahren sind wir wirklich versiert im Bereich, taktil alle Grafiken umzusetzen. Das heißt, wir erstellen grafische Materialien mit einem Prägedrucker. Gerhard und wir haben ein paar Beispiele hier mitgebracht. Gerne hier im Anschluss mal vorkommen, ausprobieren. Das sind jetzt einfach mal ein Beispiel aus Schulungsunterlagen, praktisch mit denen Studenten, blinde Studenten in Karlsruhe trainiert werden. Damit können die üben, mit im Umgang in diesen Grafiken zurechtzukommen, wie das Ganze funktioniert. Besonders ist, konnte ich heute leider nicht mitbringen zum Beispiel, aber wir können das Ganze auch mittlerweile A3 machen. Die Unterlagen bisher konnten immer nur in A4 gedruckt werden. Taktil dargestellt werden. Hat manchmal den Nachteil, Grafiken werden immer komplexer, immer größer. Es müssen immer mehr Informationen in die Grafiken rein für die sehenden Studenten. Wie mache ich das aber für die Blinden? Das heißt, eine Möglichkeit heutzutage ist, wir können das Ganze auf A3 auch drucken. Ich glaube, das ist wirklich was Besonderes, weil in Deutschland sind wir die einzigste Einrichtung, die diesen Service anbieten kann, A3-Materialien darzustellen. So haben wir jetzt ganz neu, wir haben es jetzt heute leider nicht dabei, es hängt noch an der Wand so schön, ein Campusplan, der setzt sich aus 4 A3-Seiten zusammen, dass praktisch auch neue blinde Studierende am KIT sich hier mal auch ein Bild machen, wie sieht der Campus denn eigentlich aus? Nicht nur durch Mobilitätstraining, sondern sie können wirklich auch mal den Campus daheim in Ruhe studieren. Und ein weiterer Punkt war, was uns mit A3 möglich wurde, Chemiestudenten oder Physikstudenten mit Nebenfach Chemie, wie bekomme ich denen mal klar gemacht, wie sieht ein Periodensystem in der Chemie aus? So haben wir jetzt praktisch im letzten Semester für 2 Studenten wirklich das komplette Periodensystem auch taktil umgesetzt mit den wichtigsten Informationen. Das Ganze auch wieder auf 4 A3 Seiten gedruckt, das Ganze zusammengeklebt. Das heißt, die Studenten können jetzt auch wirklich daheim oder am SZS sich ein direktes Bild von dem Periodensystem machen und arbeiten wie ein sehender Student. Ein anderer toller Punkt, sage ich immer, ist dabei, wenn man jetzt in anderen Hochschulen in Deutschland als blinder Student studieren möchte, bekomme ich oft Unterlagen, Schwellpapier, Tiefziehverfahren. Das hat aber alles einen Nachteil. Der blinde Student kann damit arbeiten. Was ist aber mit den sehenden Kommilitonen? Es gibt Übungsgruppen. Das heißt, das Ganze muss ja in Kooperation bewerkstelligt werden.
Und genau da haben wir auch wieder die Besonderheit, dass wir jegliches Material zuerst mit einem Laserdrucker drucken und in einem zweiten Schritt dann prägen. So sind jegliche alle Unterlagen wirklich allen Studenten zugänglich. Und da kann man wieder den ganzen Unterricht, das ganze Lernvorhaben, die Übung integrativ und inklusiv, wie es so schön immer jetzt heißt, gestalten. Und so kann wirklich jeder Student mit jedem zusammenarbeiten. Das sind so ein paar besondere Dinge. Ganz neu seit letzter Woche, was wir jetzt wirklich weiter vorantreiben wollen, ist, dass wir nicht nur taktil drucken können. Das heißt, wenn ich zu jemandem sage, ich habe vorhin zu Martin Engel gesagt, ich habe hier ein paar 3D-Sachen für dich dabei, hat er auch gleich gemeint, oh, was Taktiles. Oh, das ist aber ein bisschen groß. Das heißt, wir können jetzt seit letzter Woche, haben wir jetzt, ja, nicht ganz der Wortlaut, ich merke mir nicht alles. Aber wir haben jetzt seit letzter Woche die Möglichkeit, auch mit einem 3D-Drucker wirklich plastische, dreidimensionale Objekte zu drucken. Noch beschränkt auf die Dimension 20 mal 20 Zentimeter, aber es ist doch schon mal was. Gerade mit dem Hinblick auf Chemiestudenten zum Beispiel, Blinde, die mal Molekülstrukturen sehen wollen. Oder im Bereich Biologie, ich nehme ja ein Insektenauge, eine Fliege her. Selbst als Sehender muss ich mir das Auge vergrößern, um die Facettenstruktur zu erkennen. Wie mache ich das aber einem blinden Studenten klar? Auch da haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, diese Objekte dann mit diesem 3D-Drucker dreidimensional zu drucken, einfach vergrößert. Und man kann das Ganze, die ganzen Strukturen dann ertasten und erfüllen. Auch hierzu haben wir jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, die Sie gerne jetzt im Anschluss nachher einfach mal vorkommen oder wir reichen sie auch gerne durch, hier vorne mal präsentiert haben. Das sind einfach zwei Schachfiguren, einfach mal von Gerhard noch einen Mond, den er mal bekommen hat und noch praktisch eine Skulptur von Gerhards Kopf. Da war die Architektur vor einigen Monaten bereit, mal einen 3D-Scan zu machen und das Ganze auch dreidimensional auszudrucken. Damals hatten wir noch keinen Drucker. Genau jetzt im Augenblick zum Beispiel, es hat bis heute Abend leider nicht mehr gereicht, drucken wir jetzt gerade den menschlichen Schädel in Kunststoff aus, sodass man den auch wirklich mal in die Hand nehmen kann, der stabil ist und damit dann den ertasten und erfüllen. Sondern einfach mal wir wollen jetzt ein kleines Repertoire an 3D-Objekten erstellen, um Studenten verschiedener Fachrichtungen manche Bereiche etwas näher zu bringen. Unter anderem wird auch ein Ziel sein, in der Mathematik Geometrien verschiedener Objekte einfach mal ertastbar zu machen. Und einfach nur taktil oder das Ganze verbal zu beschreiben, wie es normalerweise im Unterricht gemacht wird oder in den Vorlesungen, da muss ja nicht das Ende sein, sondern wir probieren das Ganze immer weiter voranzuführen und alle weiteren technischen Fachrichtungen möglichst zugänglich zu machen für jeden. Auch gerne mal in Rücksprache vorbeikommen. Kurze E-Mail, kurzen Anruf, dass ich auch da bin, dann kann ich das gerne einfach mal vorführen. Also auch der 3D-Drucker und der taktile A3-Drucker stehen alle bei mir im Büro. Die Geräte haben immer so einen Nachteil, warum ich das immer gar nicht mag, dass sie bei mir im Büro stehen. Jeder drumherum kann die Türen zumachen, wenn ich anfange zu drucken. Nur ich bin derjenige, der immer drin sitzt im Raum und sich Kopfhörer aufsetzen muss, Musik drauf und damit etwas Ruhe einkehrt, um mal an irgendwelchen Dokumenten zu arbeiten und irgendwas in der Arbeit fertig zu bekommen. Also es ist nicht gerade ein leises Gerät oder beide nicht. Der 3D-Drucker hat einen sehr lauten Lüfter, weil ich muss dafür Kunststoff erwärmen, erhitzen, verflüssigen und trage dann praktisch Schicht für Schicht ein dreidimensionales Objekt auf. Das ist nachher, wir haben hier den Kopf von Gerhard, da sieht man das also für die Sehenden noch, kann man das ganz gut erkennen. Und an den ersten Versuchen von uns letzte Woche, das sind hier zum Beispiel so zwei Schachfiguren, ich habe hier einen Bauer und einen Springer, ein bisschen abstrakt das Ganze, aber da kann man selbst die Schichten fühlen, ertasten. Das heißt, bei dem neueren Objekt von heute, der Schädel, da wird das Ganze schon etwas feiner sein, weil es bedarf immer sehr viel Justage bei diesen Drucken, bis wirklich die Schichten exakt aufeinander liegen, dass ich keine Verschiebung für jede Schicht habe. Aber so wollen wir halt wirklich möglichst gut und ideal Objekte für die Studenten erstellen, um das Studium einfach etwas einfacher zu machen. Das machen wir nur so vorab. Ich würde sagen, mobil ist das Ganze auch, weil wir machen die Objekte dann so groß, dass man es auch mal gern mitnehmen kann in die Vorlesung, in die Übung, um auch mit anderen Studenten was während der Übung oder Tutorien zu besprechen. Es ist doch ganz nett, auch mal sowas in der Hand zu haben. Das ist nicht das Mobile, was jetzt mit dem Gerhard vorhin angefangen hat, dass ich hier mit dem Handy rumlaufe, sondern es sollte auch manchmal ist auch ganz praktisch, mal die klassischen mobilen Geräte mitzunehmen. Wir wollen ja nicht ganze Romane mitführen. Ein anderer Schwerpunkt von meiner Arbeit ist jetzt nicht nur
Unterlagen für Blinde darzustellen, sondern wir haben ja auch sehr viele sehbehinderte Studenten an unserer Hochschule. Das heißt, wir müssen ja nicht nur taktile Unterlagen darstellen, sondern müssen auch Texte auf A3 in höheren Schriftgrößen oder elektronisch darstellen. Jetzt haben wir seit diesem Semester wirklich die Chance bekommen, einen Leihpool aufzubauen für unsere Studenten, unsere Studierenden, damit wir auch neuere Hilfsmittel uns anschaffen können und den Studenten bei Bedarf ausleihen können. Weil Hilfsmittel, viele wissen es vielleicht, sind nicht gerade sehr kostengünstig. Man kann nicht sagen, so für 100 Euro eine Digitalkamera erfüllt genau den Zweck, den ich von der Kameralösung für Sehbehinderte brauche. Sondern ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele hier mitgebracht. Jetzt hier ganz vorne habe ich von Magnilink ein neues Kamerasystem, HD-Kamera, sehr portabel, nicht besonders schwer. Kann ich direkt beim Notebook oder an einem Display anschließen. Endlich mal auch was, wo ich schräg stellen kann, auf die schrägen Tische in den Vorlesungssälen. Gerade Tische wie hier waren noch nie ein Problem. Viele Studenten haben sich immer beklagt, wir suchen mal eine Lösung, die ich auch in einem großen Hörsaal auf einem schrägen Klapptisch stellen kann. Selbst das ist jetzt hiermit möglich. Ich kann ein Buch lesen oder ich kann mir dann auch mal auf die Tafel die Kamera richten und das machen. Haben einen Rechner angeschlossen, kann ich jedes einzelne Bild abspeichern oder mir auch ein Video aufnehmen und das Ganze in der Heimarbeit nochmal nachbearbeiten. Problem immer dabei ist, diese Lösungen sind halt nicht billig. Und ich verrate es mal so in etwa, dieses Kamerasystem liegt etwa bei 4.500 Euro. Das heißt, das legt man sich nicht gerade einmal im Jahr ein neues System dafür zu. Und dafür wollen wir halt einfach ein bisschen den Services bieten, dass Studenten, die die Anschaffung einer neuen Kameralösung planen, auch mal Geräte hier testen können. Wir probieren viele aus. Und wirklich, wenn wir was für gut befinden, haben wir jetzt halt einfach die Chance gehabt, uns diese Geräte auch mal selber anzuschaffen, um sie bei uns am Studienzentrum zur Verfügung zu stellen für die alltägliche Arbeit, für die Studierenden, die zu uns kommen. Oder die Studenten können sich es einfach mal für Prüfungen vorlesen oder Ähnliches einfach mal ausleihen. Ein zweites Gerät ist, das habe ich jetzt hier auch gerade mal an den Monitor angeschlossen, gerne nachher auch zum Ausprobieren verkommen. Das ist ein Visiobook von Baum. Wird auch sehr gerne genutzt von unseren Studenten, die zu uns kommen. Können ihre Bücher drunter legen und einfach sich das Gerät dann halt anpassen, sehr nahe, immer angepasst an ihre Seheinschränkungen anpassen und nutzen. Es ist immer die Frage, warum habt ihr denn beides? Beide ergänzen sich leider. Es sind beides teure Lösungen, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Deswegen, Gerhard hat es vorhin auch erzählt, wir wollen jetzt keine Verkaufsschlager hier präsentieren, sondern wir wissen, das Gerät hat Vorteile, das eine hat seine Nachteile, und beim anderen sieht es genau andersrum aus. Und wir probieren das immer möglichst, Geräte zu bekommen, die sich gut ergänzen. So habe ich hier das Problem, oft sind die Bücher, die Studenten haben, sehr groß, nicht wirklich gerade im A5-Format, manchmal auch B4 oder auch größer, die bekomme ich gar nicht gut unter dieses Visiobook drunter. Da arbeitet sich sehr schlecht, weil ich kann die Zeilen nicht gut verschieben. Ich muss mit der Kamera nachjustieren. Genau, es sind aber manche Studenten kommen, ich hätte das gern, weil ich kann ja alles mitmachen. Ich sage, probiert es hier aus. Genau das ist der Grund für unseren Leihpool unter anderem. Die Studenten können sich die Geräte ausleihen, selber ein Bild davon machen und dann nachher selber überlegen, was ist für mich die beste Lösung. Das gleiche die Kameralösung. Leihen sie sich aus. Hier ist wirklich gut, ich kann es in der Vorlesung benutzen auf dem schrägen Tisch. Ich kann mein Buch unten drunter schieben. Wir haben einen XY-Tisch dafür am Institut. Das wird in Klausuren benutzt. Das heißt, wir haben Studierende, die schreiben ihre Prüfung an 3 Monitoren. Es ist wirklich leider so. Ein 30-Zoll-Monitor, auf dem wird dann in 10 bis 15 Zentimeter großen Buchstaben die Klausur dargestellt, optimiert an diesem Bildschirm. Da wird die Klausur gelesen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ich muss die Klausur am gleichen Rechner schreiben. Das gleiche System. Ich schreibe aber in Word. Die Klausur ist eine PDF-Datei. Ich muss dauernd hin und her wechseln. Ich muss die passende Position suchen. Wo habe ich vorhin gelesen? Wo habe ich vorhin geschrieben? Und das kostet alles Zeit. Um den Studenten dann diese Zeit wieder einzusparen, bauen wir extra für die Klausuren 2 Arbeitsplätze auf, mit jeweils einem 30-Zoll-Monitor. Einen wirklich nur für die Klausur zum Lesen, einen wirklich nur, um die Klausur zu schreiben. Hat man ein Zeitersparnis. Jetzt ist es aber in technischen Studiengängen oft so, ich muss auch mal was zeichnen. Ich muss mal mit
Ich muss Mathematik betreiben. Für viele Studenten mit Rest-C-Vermögen, die schreiben ihre Formeln noch mit Hand, weil an Rechner mit Word das zusammenklicken, da tun sie sich schwer. Nicht jeder, gerade in den ersten Semestern, ist gut genug, um LaTeX direkt zu schreiben oder OpenOffice, LibreOffice. Das sind kostenlose Alternativen für Microsoft Office-Produkte. Wenn man LaTeX kann, kann man dort im Formeleditor sehr schnell Formeln schreiben, aber man muss es halt wissen. Das heißt, solche Studenten benutzen wieder Blatt Papier und einen Stift. Dafür haben wir diese nutzen dann oft diese Kameralösung mit XY-Tisch, legt alles schön stabil und schreiben dann wirklich klassisch noch mit Hand auf Papier und bekommen es an einem dritten Monitor dann vergrößert dargestellt. Das heißt, wir probieren einfach alles, alle Hilfsmittel, die wir haben, möglichst breit immer einzusetzen und einen recht guten Nutzen daraus zu ziehen. Ergänzend zu den zwei neuen Kameralösungen, die wir jetzt im Leihpool anbieten, wie Gerd schon erwähnt hat, stellen wir den Studenten auch ein MacBook jetzt zur Verfügung. Wer möchte, kann das bei uns ausprobieren, sich auch mal übers Wochenende ausleihen. Viele stehen jetzt heutzutage immer vor der Frage, mein Notebook ist jetzt 6, 7 Jahre alt. Ich habe noch immer Windows XP. Ich nutze zum Beispiel Splendor JAWS 8 oder 9. Jetzt brauche ich was Neues. Jetzt kriege ich mal Geld dafür oder ich habe auch mal ein bisschen Geld dafür, mir was Besseres zu holen. Was möchte ich? Funktioniert jetzt, bleibe ich weiter bei Windows XP? Nehme ich jetzt mal einen Mac? Oder, heute haben wir es noch leider nicht dabei, Liefertermin ist erst Ende der Woche, so wie es jetzt aussieht, Windows 8.1. Screenreader dabei. Und wir haben bei unserem System, also das Notebook, das wir den Studierenden dann zur Verfügung stellen, ein Multitouch-Display mit dabei. Ich kann das Display vergleichbar wie dieses VisioBook an mich heranziehen, über die Tastatur, komplett mit Gestiken bedienen oder auch ein Stück zurückschieben, um die Tastatur direkt zu bedienen. Die Maus, das Touchpad, ist nach hinten versetzt, so komme ich da auch nicht in Konflikt damit und kann das Notebook möglichst optimal dann nutzen. Auch hier ist wieder für die Studenten die Frage, brauche ich das? Hilft mir das? Und jetzt das größte Problem, wo kann ich das ausprobieren? Kann mir irgendjemand, zum Beispiel hier in Karlsruhe, einen Laden sagen, der mir mit Hilfsmitteln ein Mac, ein Windows-System und vielleicht noch Fragen zu einem Linux-System alles zur Verfügung stellt, an einem Ort, wo ich einfach mal als Studierender, der technisch interessiert ist, noch was ausprobieren möchte, was Neues testen möchte, mir ein Bild davon machen kann, was ist genau für mich das richtige System. Also ich müsste jetzt hier in Karlsruhe auf Anhieb keinen Platz, wo ich diese verschiedenen Systeme finden würde. Jemanden zu finden, nur mit einem Mac, nur mit einer Windows-Lösung und dem passenden Screenreader oder der Vergrößerungssoftware, das ist immer machbar. Da findet man immer irgendwo jemanden. Nur an einem Ort sich mal einen Überblick zu schaffen über alles, das ist einfach schwierig. Und genau da wollen wir halt auch wieder ein bisschen eingreifen, unseren Studenten so weit helfen, dass sie für das Lernen, für die Arbeitsprozesse sich hier alle Informationen technischer Art aneignen können, um sich selber dann auszustatten mit ihren Bedürfnissen, um denen komplett gerecht zu werden. Genau. Ergänzend zur Kameralösung, MacBook, einem neuen Windows-Notebook, das wir zur Verfügung stellen, haben wir auch noch jetzt seit ein paar Wochen noch eine mobilere Braillezeile, die wir dann jeweils praktisch mit dem Mac bzw. dem Windows-System den Studenten zur Verfügung stellen können, falls Bedarf an einer Braillezeile ist. Auch haben wir praktisch alle Rechner mittlerweile mit JAWS, mit Zoom-Text ausgestattet und stellen auch praktisch, was auch leider mal häufiger vorkommt, auch in Kooperation mit anderen Hochschulen, dass Prüfungen teilweise nicht am SZS geschrieben werden, sondern auch an den jeweiligen Hochschulen bei den jeweiligen Dozenten. Sie wollen immer noch die Oberhand haben. Dann müssen wir praktisch den Studenten oder den jeweiligen Prüfern Versionen von JAWS oder Zoom-Text zur Verfügung stellen. Auch hier bieten wir jetzt seit Ende letzten Jahres Zoom-Text und JAWS als USB-Version zur Verfügung. Haben wir jetzt bei uns. So können praktisch auch hier die Prüfungen direkt dann vor Ort durchgeführt werden mit den passenden Hilfsmitteln. Und man muss nicht erst wochenlang vorher nach Lösungen suchen. Wie kann ich denn das für den Studenten dann bewerkstelligen? Der Student muss nicht Tage vorher mit seinem Notebook an das jeweilige Institut gehen, überprüfen lassen, dass ja keine Spickzettel-Informationen drauf zugänglich sind während der Prüfungszeit.
Martin, lach nicht. Es ist leider ganz oft der Fall. Ich bin sehr viel noch auf dem Campus unterwegs, um mit den Dozenten zu reden. Auch muss ich oft Unterlagen, Skripte persönlich abholen, Klausuren manchmal persönlich bei dem jeweiligen Dozenten im Büro an seinem Rechner in ein zugängliches Format für einen sehbehinderten Studenten umwandeln, einfach nur, weil das Vertrauen noch nicht da ist, weil sie mit den Abläufen noch nicht vertraut sind. Oder manchmal weiß ich auch nicht, woran es liegt. Also mit 95% der Dozenten läuft das wirklich wunderbar heutzutage, aber die Ausnahmen gibt es leider immer wieder.